gewürfelt. Mehrere Feinde in Sicht, Sir. Ja, okay. Ja, kein gottverdammten Moment. Da ist noch einer. Das stinkt wie nach Scheiße und Tod. Oben. Ist es das, was du wolltest? Alter, Falter. Jetzt bekommst du endlich, was du verdient hast. Ruhe in Frieden. Wer macht denn jetzt hier Feuer? Warum war mir das klar, dass von hinten auch noch welche kommen? Ich schon. Das ist doch die Hauptursache. Warum seid ihr denn heute so langsam, ey? Was ist denn da los? Ein bisschen Almgier, Team von Jericho. Nein, ich will hier nicht runterspringen. Ja, lauf in die Explosion rein. Ist immer ganz intelligent. Zielobjekt in Reichweite. Pass auf, wenn du mit dem Ding hinzielst. Die Gnade Gottes möge über euch. Was passiert denn jetzt? Ah, Dekadenz. Die dekadente Lebensweise der Einwohner hat die Bäder zu abstoßenden Folterkammern verwandelt. Ne? Warum bin ich denn jetzt hier? Peter. Peter Pan. Nachladen. Gott ist allmächtig und schlägt die, die ihn hassen, in die Flucht. So, weg mit euch. Gott ist allmächtig. Keine Zielobjekte mehr, Sir. Kommt jetzt hier im Bosskampf. Guckt euch das mal an, Leute. Eine riesige Halle. Kommt hier irgendwie bekannt vor. Kommt mir sehr bekannt. Ja, ja, immer dieselbe Masche. Oh, die Viecher. Ja, geil, und zwei Centurien. Es hat ihn erwischt. Sauber getroffen. Oh, schau mal ein. Steh auf, du Stück Dreck. Look. Sauber. Lass das. Doll in den Arm. Ey, dieses fliegende Vieh ist unglaublich. Scheiße, hier jetzt aus. Ach, das ist aber auch ein Schild. Kannst du sagen, was du willst, aber ich habe die Halsschlagart getroffen. Wenn das Vieh sowas besitzt. Wie? Ich habe ihn verfehlt. Deine Mutter hat ihn verfehlt. Lass das! Hä? Wo ist das Vieh hin? Der Kuh? Verdammt, Simone hat's erwischt! Ja, ich rette sie. Nein, ich bin nicht. Guck mal, jetzt flog genau in den Kopf rein.
Okay, da ist ein Schild. Kann ich natürlich viel drauf ballern. Nachschub ist unterwegs. Das ist gut. Den habe ich gerade genau ins Gesicht geschossen. Schon wieder. Okay, der steht auch schon nicht mehr. Wo ist? Ich brauche etwas Munition, Cole. Sauber. Danke, das genügt. Nein. Ich will 2 Folgen am Stück aufnehmen. Deswegen wäre ich hier in 2 Folgen mit der Samurai-Muskel. Seid ihr alle okay? Ninja, Tavi, wird doch mal sitzen. Wartet hier. Wartet hier, los, kommt. Hallo? Oh. Alles stehen bleiben. Jones auf Position. Was ist denn los mit denen heute? Irgendwie möchten sie echt nicht so. Das ist zu. Kann er da eventuell was regeln? Mit seiner Macht? Hä? Die stehen jetzt alle hier vor. Da ist das Balk schon wieder. Jones, bring mich näher heran. Guckt euch den mal an. Ich glaube, ich weiß, was es mit dem Kerl auf sich hat. Ja, und wie? Hä? Drücken Sie komisch, um ins Ziel zu springen. Ja, wenn ich das Vieh mal halbwegs anvisieren könnte, bin ich doch jetzt. Ach so, das wieder. So funktioniert's. Spring zum nächsten. So. Der geht jetzt ein Stück mit uns. Ich warte, die Tür ist offen, genau. Wartet hier. Oh, Scheiße. Da bist du, Wager. Jones ist schwer verwundet. In dem Wald, cool. Aktiviere Zeitschleife. Jetzt weiß ich's wieder. Ziel gesichtet. Mich verarschen? Nicht näher um 2 Sekunden. Wieso viel Mädchen? Genau Unterschied. Applaus für mich selber. Das war echt mal cool. Ja, ich habe gesehen, wie viele die hier sind. Bin ja von den Kerlen zu den Kerlen gesprungen. Scheiße, ist es. Er ist es tatsächlich. Wer mal auf meiner Facebook-Seite war, kennt dieses Bild. Beziehungsweise den Kerl an sich, nicht das Bild. Sondern den Kerl tatsächlich in Natura. Und das ist dieser fette, garstige Hobbit. Voll die rote Nase hier gerade. Ist unglaublich. Ich weiß nicht warum. Was interessiert mich die Rettung der Welt? Ich will einfach nur nach Hause. Ja. Ich glaube, hier hilft Telekinese. Telekinese. Nein. Hä? Was soll ich denn jetzt machen? Hier ist ein gottverdammtes Tor. Hä? Was übersehe ich jetzt schon wieder? Weshalb hängen wir hier so rum? Weil ich dir nicht sagen kann, wo es weitergeht.
Diese Wand sieht mir verdammt verdächtig aus. Aber irgendwie... Hä? Ist hier irgendwo falsch abgebogen? Danke, Cole. Okay. Feinde im Anmarsch! Ja, der hätte schon mal ordentlich gefressen. Good job, baby. Come on, oh, da ist er wieder. Ich erledige die da hinten bereits. Könntest du hier dann anfangen? Pass doch auf! Danke. Da ist der Fettwanst. Komm und hol mich! Wow. Ich kommentiere, aber es ist echt krass zu spielen. Und ich versuche gerade ein bisschen zu funktionieren, damit ich nicht allzu scheiße spiele. Der macht uns keinen Ärger mehr. Weiter geht's. Na gut. Das sind wir nicht. Ab ins Nirvana. Ja, komm, ich bin noch ein kleines Stück weiter. Ich will eigentlich so auf 30 Minuten kommen. Das sind 6 Minuten noch. Ja, 5 Minuten. Was ist das? 5 Minuten noch. Zielobjekte ausgeschaltet, Sir. Ich habe Angst, dass ich gleich in den Bosskampf gerate und der den Arsch lange dauert. Das finde ich richtig scheiße. Das wäre richtig kackies. Aber 5 Minuten noch zocken, das geht sich eigentlich auf mit noch einem Kontrollpunkt, hoffe ich zumindest. Alter, was ist das hier für eine Schwärze? Okay, wenn wir hier speichern, machen wir jetzt hier einen Aufnahmestopp. Ganz simpel, würde ich glaube mal sagen. Warum muss das? Ich lasse das hier kurz laden. Alle Falle. Wenn das hier gerade nicht, kann ich ja mal das zeigen. GeForce GTX 670. Das ist die neue Grafikkarte, die jetzt in meinem PC hängt. DirectX 220% Cooler. 4GB GDDR5, also Graphic RAM und eine Mordsmaschine. Hat mich 460 gekostet mit Versand. In den Karton, der ist so schwer, weil da jetzt mein alte drin ist, mit nur 2GB GDDR5. Und kurz Topf aufmachen, ich sehe jetzt das Haus aus ohne Ende. So, dann... Tempel der Schmerzen. Der luxuriöse Palast von Vicus liegt zwischen der Villa und einer Festung und entspricht ganz dem entarteten Geschmack seines Besitzers. Er hat den Tempel, der einst den Göttern der Antike gewidmet war, in seinen eigenen ganz persönlichen Hölle verwandelt. Das wird uns wohl denn nächstes Mal erwarten. Bis dahin verabschiede ich mich aber recht herzlich von euch. Bis zu einer weiteren Folge von Let Us Play, Clive Barkers, Jericho. Bis dahin aber, bye, euer Ninja-Kriegsbrei.